Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play XCOM 2 mit Melo und wir haben Beförderung aus der letzten Mission mitgenommen. Nämlich hier Soldaten befördern. So, zerfetzen. Deine Kanone zerfetzt Rüstung. Deine Rüstung verfügt einen zusätzlichen Rüstungspunkt und durch 66% reduzierten Schaden durch Explosionswaffen einbringen. Okay, da kann man irgendwelche Tanks draus machen oder schwereres Geballer. Ich nehme jetzt erstmal den Tank. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee dann nachher ist, aber Phantom, genau. Bei dem anderen hatte ich Phantom genommen. Dann nehme ich jetzt hier diesmal Klingenmeister. Vielleicht gibt es da ja nachher total die geilen Nahkampfduelle. Und hier auch wieder den Heiler, auch wenn wir den bis jetzt noch nicht benutzt haben, benutzen durften. So, Forschung ist noch am Laufen, einen Tag. Dann können wir eigentlich weiter scannen. Genau. Standstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Wir müssen den ersten Schritt machen. Okay, wir wollten hier die Vorräte noch zu Ende holen. Da wurden wir ja unterbrochen durch Alien-Aktivitäten. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorher. Haben wir kaum angefangen, ist die Forschung fertig. So, Gedankenschild. Im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie. So, Psionik, das können wir alles noch nicht. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Lecker. Sieht auch ein bisschen fischig aus. Warum nicht Zoidberg, hä? Ich muss zugeben, es ist spannend unter den schwierigen Bedingungen. Ja, sehr spannend. Das mal weiter gescannt. Fortschrittliches Kriegszentrum. So. Ah, jetzt haben wir unser fortschrittliches Kriegszentrum. Das zweite, das nächste ist dann das Testzentrum. Also ein bisschen Ressourcenmangel habe ich definitiv noch. Offen Ingenieur benötigt. Offen. Ach, neu. Da kann ich die dann wieder umtauschen. Okay. Was ist denn jetzt hier mit meinen Verwundeten? Halt. Fortschrittliches Kriegssyndrom, achso, das zählt hier. Verbessert die Heilungsrate von Soldaten. Baue ich lieber was? Alien-Maschinen. Alien-Maschinen wegräumen. Ingenieur benötigt. Hab ich da nicht einen? Okay, heilen wir die jetzt erstmal, um das auf alle Fälle auszuprobieren. Wir brauchen mehr Ingenieure. Zur Unterstützung so, neues Personal. Zusätzliche Ressourcen. Okay, muss ich doch zurück für das neue Personal und danach fliegen wir dann hier rüber. Willkommen, Commander. Scan-Bonus. Doktor. Ein Doktor, das ist Ingenieur. Ich würde jetzt den Ingenieur nehmen. Warte mal. Aha. Ne, ich nehme den Ingenieur. Willkommen, Commander. Kann ich noch was? Schnellbau für 25 Vorräte. Nee, das lassen wir erstmal. Vorräte sind ein bisschen teuer. So. Und dann nehmen wir Freiräumung. So. Und dann fliegen wir hier rüber und scannen. Fliegen wir hier hinten war, glaube ich, noch was.
Habe ich mich verguckt, okay. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend. So, was haben wir denn durch den Gesichtslogan gefunden? Gefragt, wie die Aliens sich Imitationsgerät. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie. So, das brauchen wir für die Advent-Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des die Aliens dann nachher an irgendeiner Stelle und irgendwie zu betäuben, werden wir sicherlich auch irgendwas brauchen. Und da könnte der ja eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. So. Scannen hier unten. Commander, wir empfangen eine Widerstandsnachricht. Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Mhm. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander. Bisschen den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Unsinn, oder? Haben die ganze Welt unterworfen? Unser aller Ende. Okay, nächster Vergeltungsschlag in 4 Wochen ungefähr. Die ganze Welt unterworfen, aber können sie nicht auslöschen? Naja. Okay, ein neues Ziel für Guerilla-Einsätze. Westasien. Behindert düsteres Ereignis. Na dann, wenn wir damit eins behindern können, dann sollten wir uns da möglichst schnell und schleunigst auf den Weg hin machen. Und diesen Typen umlegen. Ja, von der Ausstattung, also von den Jungs war es jetzt auch erstmal okay, denke ich. Noch was herstellen vielleicht, Rüstung. 30 Vorräte, puh. Gedankenschild, Gefechtsscanner, Rauchgranate. Mutationsgesicht, Nee, schaffen wir sicherlich noch eine Runde so. Position für den Einsatz. Also hinunter. Dr. Tigen hat Hinweise auf einen ungeschützten Zugangspunkt zum Advent-Netzwerk in diesem Gebiet erhalten und wir können darüber vielleicht wichtige Daten zum jüngsten Alien-Projekt stehlen. Und Slums. Das Terminal befindet sich an Bord eines Transportzugs, der das Gebiet durchquert. Wir müssen schnell angreifen, den Zug sichern und alle Feinde ausschalten. Wenn wir das schaffen, können wir ihre Fortschritte vielleicht verlangsamen. Okay. Wir müssen schnell
den Zug aufhalten. Das heißt, es ist wieder eine Mission, in der man uns wahrscheinlich ein bisschen Zeitlimit drückt. Ich jetzt einfach mal behaupten, wobei jetzt so mega drücken war es bis jetzt noch nicht, oder? Naja, das eine Mal vielleicht ein bisschen. So. Menace 154 Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Mhm. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Okay, genau. Wie zu erwarten war. Nähere mich der Zielposition. Okay, hier ist. Was sind das? Das sind aber Zivilisten oder was? Okay, die sehen mich aber auch, wenn. Irgendwas ist, okay. Alles klar. Sniper vielleicht mal nach da oben. Das ist so ein Truppsicht. Sicherlich nicht das Schlechteste. Befehl bestätigt. Während ich jetzt mit denen hier. Bin schon dabei. Versuchen würde. Hier vorwärts zu kommen. Position bestätigt. Irgendeinen Hinterhalt zu legen. Das Gute wäre wirklich, wenn die Zivilisten sich nicht bewegen würden. Alles klar. Ich sehe den Feind. Mhm. Ja, war sogar relativ knapp mit dem nicht entdeckt werden, wa? So, okay. In Zukunft mal ein bisschen aufpassen, wo wir da hinspringen. Mir entgeht nichts. Und los jetzt. Wenn wir da wirklich aus dem Geheimen zuschlagen wollen. Wäre das nicht schlecht? Na, wir fangen mal mit hier oben an. Mit einer höheren Crit-Chance wäre mir zwar lieber, aber. Und bin nicht vorbeigeschossen, wäre mir sogar noch lieber. Nicht mal knapp. Sie haben uns gefunden. Ja, ja. Da nicht damit gerechnet, dass wir so einen Unsinn machen, ja. Am besten weg. 34. Wenn wir hier irgendwo stehen würden. Dann mal der mit dem Schwert. Da ran. Warum eigentlich nicht? Hat ja zwei Zusatzschaden. Und ich meine, was für so einen echten. Feind ausgeschaltet. Asiaten. Ja, das ist natürlich der Nachteil. Dass man dann ähnlich bescheiden steht. Hier, fang! So, fang. Kriege ich das von hier vielleicht noch ein bisschen besser hin? Gucken wir mal. Ja, 75. 75 mit Crit.
So, das einzig Ärgerliche ist, dass er jetzt hier noch steht. Und jetzt sicherlich Ärger machen wird. Das geht auch nicht gut, wenn er trifft. Nur für 3. Hm. Okay. Also diese Nahkampf-Schwertattacken. Ich meine, man steht irgendwie immer ein bisschen blöd. Gefühlt, aber. Och nö, oder? Okay, bin unterwegs. Ja, vielleicht versuchen wir mal nicht ganz so offen zu stehen. Sind das hier feindliche Ziele? Nein, das sind zivile Ziele. So. Los, los, los! Mal die Position wechseln, um ein bisschen besseren Schusspunkt zu haben. Verstanden! Ich weiß nicht so richtig, von wo hier was los ist. Das sind Zivilisten da vorne. Bestätigt. Also gefühlt ist mir hier zu wenig Deckung. Bin unterwegs. Mal rein durchs Fenster. Bestätigt. Mir entgeht nichts. Bitte Feuerschutz. So. Gremlin-Heilung. Gremlin-Heilung. Gucken, ob wir da den Heilen. Dings mit verhindern können. Die Verletzung. Ja, 3 TP ist doch im Prinzip genau das Richtige. Ja, ich weiß, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Ja, ich bin tatsächlich, auch wenn man das manchmal nicht glaubt, begebe mich zu unterwegs. Dieser Position. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Wir sind in der Nähe des Ziels. Commander, haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Ziel los. Die Züge fahren rund um die Uhr. So hacken oder Workstation hacken. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Nein, Workstation hacken. Versuche einzudringen. Guck mal, ach so, der Gremlin hackt auch nur. Also kann die Drohne definitiv immer hacken. So. Ah, wir nehmen den höheren Wert. Hm. Das ist doch schön. 50% schnellere Scanzeit für 4 Wochen. Geschafft. Und die Netzwerkabschaltung ist auch durch. Minus 1,5 bestätige erfolgreiche Bergung der Advent-Daten. Okay. Aber Vorsicht, Feinde rücken zu ihrer Position vor. Eliminieren Sie den Widerstand und mögliche Verstärkungen. Bin dabei. Feuerschutz. Ja, dann zeig doch mal. Was kommt da raus, Dreimann? Ja, lieber andersrum stehen, aber theoretisch dürften die ja jetzt eigentlich nicht dran sein, wenn wir das nicht geändert haben zu früher. Sie positionieren sich neu. 5 reicht nicht. Vorbei. Vorbei, ein Schuss hat gefehlt. Beim nächsten Mal treffe ich. Er hat gesessen. Feind ausgeschaltet.
Oh, da kommt auch noch einer. Zwei nochmal. Okay. Und aufgeschreckte Zivilisten. So, die beiden kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut in die Luft jagen direkt. Aber jetzt gucken wir erstmal, das war hier oben. 99% Trefferchance. Ja. Zapp. So, dann er, dann mit dem Schwert auf ihn hier, glaube ich. Was macht denn... Wie Schaden macht denn das? Splittergranate. 3 bis 4. 3 bis 4 reichen nicht. Aber die 91 nehmen wir mit. Für 7, das ist gut. Erledigt. So, warte mal, von hier, oder? Ja, trifft er den da oder trifft er den da nicht? Da müsste zumindest ich besser stehen als er. Okay, das zählt nicht als den sehen, ja? Okay. Gut, dann wissen wir das fürs nächste Mal. Und dann würde ich jetzt hier auch tatsächlich ungern Experimente wagen. Und mich hier hinstellen. Dann muss ich den jetzt halt einfach erschießen, hilft ja nichts. Kritisch 8. Kann man mitleben. So, und dann den letzten, der jetzt natürlich nochmal Ärger machen wird. Oder auch nicht. Ja, und dann springen wir den hier in die Luft. Ich hätte es nicht so richtig ein... Ja, brauchen wir nicht. Da schießen wir den. Menes 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay, das war doch ganz guter Einsatz, bis auf die eine Verletzung. Gucken, ob die sich auswirkt. Trefferquote 100%. Durchschnittsschaden. Schnitt, tötete Runden. Sehr gut. Das war wirklich ein erfolgreicher. Höher als 100% können wir jetzt gar nicht mehr kommen. Spiel ist sozusagen geschafft. So, da sind wir da. Okay, ist doch leicht verwundet. Schade. Leichen haben wir, vor allen Dingen Leichen haben wir eingesammelt. Kann man sicherlich später was mit machen. Da habe ich jetzt 145 Vorräte bekommen. Das ist natürlich ganz ordentlich. Da können wir vielleicht sogar wirklich irgendwann mal Rüstung kaufen. Gut, dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss. Schönen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!